Einen wunderschönen guten Abend aus unserer katholischen Kirche St. Maria in Ditzingen. Ich bin Thomas Ungerer, Chorleiter hier und Mitgestalter der Disposition unserer Orgel. Ab heute wollen wir etwas Besonderes versuchen. Die Orgel wurde in diesem Jahr vom Deutschen Musikrat zum Instrument des Jahres gekürt. Da wir aber in diesen Zeiten keine Orgelkonzerte veranstalten können, versuchen wir euch, dieses Instrument in einem anderen Format näher zu bringen. Ihr könnt nicht zur Orgel, also kommt die Orgel zu euch. In 6 aufeinanderfolgenden Episoden stelle ich euch die Orgel in verschiedenen Kontexten jeweils am ersten Sonntag eines Monats um 18 Uhr in einem circa 20-minütigen Beitrag vor. Heute ist also Episode 1 dran. Mein Lieblingsbuch früher war die Feuerzangenbowle. Professor Bömmel begann seine Vorträge an seine Schüler mit: Da stellen wir uns ganz dumm. Und das, finde ich, ist eine sehr gute Voraussetzung, um sich diesem komplexen Instrument Orgel zuzuwenden. Fangen wir also ganz von vorne an. Der Anfang der Orgel findet sich in der griechischen Mythologie. Der Hirtengott Pan verliebt sich in die Nymphe Syrinx, doch die will nichts von ihm wissen und lässt sich in ein Schilfrohr verwandeln. Daraus nun schnitt sich Pan eine Flöte, deren Klang an das Klagen der Nymphe erinnerte. Verlassen wir die Mythologie und kommen zur ersten Orgel der Weltgeschichte. Der Mechaniker Theisibos, ich hoffe, mein Altgriechisch passt halbwegs, lebte im 3. Jahrhundert vor Christus und kann als Erfinder der Orgel angesehen werden. Seine Heimat war Alexandria. Er entwickelte ein Instrument mit ganzen 50 Pfeifen, das erklang, wenn ein gleichmäßiger Winddruck durch Metallpfeifen geleitet wurde. Theisibos nannte sein Instrument Organohydraulikon. Wasserpfeife, weil der benötigte Winddruck durch Wasser erzeugt wurde. Erst in Griechenland und später auch im Römischen Reich bildete die Hydraulis einen festen Bestandteil im Instrumentarium, welches bei Festgelagen, Komödienaufführungen, Zirkusspielen und Gladiatorenkämpfen verwendet wurde. Man sieht, der Weg in die Kirche war noch ein weiter. Jedenfalls zog die Orgel erst mehr als 1000 Jahre später in die Kirche ein. Wir sind gerade in der Faschingszeit, auch wenn davon im Moment nichts zu spüren ist. Und trotzdem, oder gerade deshalb, möchte ich die Orgel heute von ihrer kuriosen Seite zeigen. Und dazu gehören auch ein paar verrückte Fakten. In Deutschland gibt es 50.000 Orgeln. Die meisten deutschen Orgeln stehen in Kirchen, Konzert- oder Wohnhäusern. Die größte Orgel Deutschlands befindet sich im Passauer Dom St. Stephan. Eigentlich sind es 5 Orgeln, die alle vom Hauptspieltisch gespielt werden können. Sie haben zusammen 17.974 Pfeifen. Ich muss gestehen, ich habe nicht nachgezählt. Unsere Orgel hier hat 2011 Pfeifen. Um die größte Orgel der Welt zu finden, müssen wir einmal den Atlantik überqueren, um nach Philadelphia zu kommen. Anders als erwartet, steht die Orgel jedoch nicht in einer großen Kathedrale, sondern, ich würde sagen, in einem Konsumtempel, dem Kaufhaus Macy's Wanamaker Store, und hat über 30.000 Pfeifen.
It never rains in Southern California. Das haben sich wohl die Austin Brothers gedacht, als sie 1915 eine der größten Freiluftorgeln im Balboa Park von San Diego in den USA bauten. Bis vor Corona zogen San Diegos Freiluftkonzerte massenweise Zuhörer an. Vom ersten Tag an wurden penible Wetteraufzeichnungen gemacht. Nach 15 Jahren ergab sich, dass die Austin-Orgel durchschnittlich nur an 10 Tagen im Jahr wegen schlechter Witterung nicht hatte gespielt werden können. Vorgedacht schon für Corona-Zeiten hat in Deutschland mit ihrer LKW-Orgel die Orgelbaufirma Hoffmann und Schindler. Marktplätze und Palastgärten, Höfe und Ruinen, Naturtheater und Freilichtbühnen, Weinberge und Streuobstwiesen, Stadien und Fußgängerzonen, Festhallen oder Scheunen, Weltausstellungen und Fernsehshows. Für all dies ist diese LKW-Orgel gedacht. Die vielseitige Orgel, nochmal aus dem Prospekt, entführt den Zuhörer in Klangspektren jeglicher erdenklicher Couleur. Grenzen des Einsatzes werden nur durch Zufahrtsmöglichkeiten und Wetterkapriolen aufgezeigt. Wir kennen die Wendeltreppe, den Wendehals, aber kennt ihr auch die Wendeorgel? Die einzige dieser Spezies steht in Japan in der Metropolitan Art Space Concert Hall in Tokio. Die Aufgabe lautete, eine Orgel zu bauen, auf der man die Musik aller Stilepochen authentisch darstellen könne. Dies allein ist schon wegen der unterschiedlichen Stimmungen unmöglich. Da dachte sich der geniale Orgelbauer Marc Garnier aus Frankreich, wenn schon eine Orgel für verschiedene Epochen, dann auch mit verschiedenen Gesichtern. Nicht nur hören sollte man den Vortrag können, sondern auch sehen. Weil aber zwei Orgeln nebeneinander eigenartig wirken und ineinander nicht auffallen, lautete die Lösung: drehen. Auf drei Scheiben sind die unterschiedlichen Prospekte wie tanzbare Rücken an Rücken vereint. Wobei wir wieder beim Fasching wären. Und setzen sich auf Kommando in langsame Bewegung bei einer Höhe von 5 Stockwerken. Langsam heißt in diesem Fall aber nur einige Minuten. Nach einer Runde sieht man statt der Dame dem Herrn ins Gesicht. Wenn diese etwas gewagte Festlegung auf die beiden Geschlechter erlaubt ist. Der Altersunterschied ist dabei gravierend. Ein streng auftretender barocker Herr gibt einer eleganten Dame der Moderne die Ehre. Wir haben aber auch schwebende Orgeln. Und damit sind keine klanglichen Schwebungen oder gar verstimmte Orgeln gemeint. Einige Orgeln schweben buchstäblich durch den Kirchenraum oder Konzertsaal. Das Prinzip ähnelt einem Luftkissenboot. Unter der Orgel sind Gummibehälter angebracht, die mittels Kompressoren so weit aufgepumpt werden, bis das schwere Instrument Millimeter über dem Boden schwebt. Ferngesteuerte Traktoren bewegen es dann an jeden beliebigen Platz der Kirche oder Bühne. Weltweit gibt es 4 schwebende Luftkissenorgeln. Eine davon steht in Deutschland, in der Klosterkirche in Alpirsbach. Der Erbauer, Claudius Winterhalter, bezeichnete sein Projekt als, Zitat, ziemlich abgefahren. Und damit hat er im wahrsten Sinne des Wortes recht. As slow as possible, ASLP, so langsam wie möglich. So heißt das wohl verrückteste Orgelstück der Welt, das derzeit in Halberstadt aufgeführt wird. Geschrieben wurde es vom amerikanischen Komponist John Cage. Während eines Orgelsymposiums in Trossingen entstand die Idee, den Namen dieses Werks wörtlich zu nehmen und das Stück über einen Gesamtzeitraum von mehr als 600 Jahren aufzuführen.
Für dieses Projekt wurde von der Orgelbauwerkstatt Romanus Seifert und Sohn eine Orgel angefertigt, die mit der Zeit und mit dem Projekt mitwächst. Der erste Ton erklang am 5. Februar 2003. Alle paar Jahre folgt ein Klangwechsel. 2006 war es sehr hektisch. Es fanden zwei Klangwechsel statt. Der Schlusston soll im Jahre 2639 erklingen. Derzeit befinden wir uns in diesem Takt. Berlin ist die deutsche Orgelhauptstadt. Neben mehr als 800 bespielbaren und 1435 dokumentierten Orgeln steht die europaweit einzigartige Mighty Wurlitzer im Berliner Musikinstrumentenmuseum, eine der größten Kinoorgeln, die zur Untermalung von Stummfilmen diente. Und im Babylon-Kino befindet sich die einzige am originalen Standort erhaltene Kinoorgel Deutschlands. Wurlitzer did build the largest number of these instruments. They turned out 2,340 instruments in all. During the heyday, in 3 or 4 years, they were turning out one organ a day in the factory. Installation here at the Weinberg Center is the 1400th and so forth organ built by the factory. Und so ähnlich hören sich auch die Stücke an, die ich heute spielen werde. Wie erwähnt, sind wir in der Faschingszeit. Dazu passt auch die derzeitige Stimmung der Orgel. Vielleicht ist es ihr aber auch nur zu kalt oder sie ist verstimmt ob der derzeitigen Situation. So ein Instrument lebt ja mit. Ich habe Musik aus den Alpen oder zumindest aus Alpennähe mitgebracht. Zum einen Vincenzo Petrali, ein Versetto per il Gloria Nummer 6. Ein italienischer Organist, Komponist und Chorleiter aus Crema in der Nähe von Cremona. Thank you.
Zum zweiten von Hannes Meyer, die Schanfiger Bauernhochzeit. Vor allem mit dieser Komposition wird der Schweizer Organist in Verbindung gebracht. Er schreibt dazu in seiner unverkennbaren Art: Die Schanfiger Bauernhochzeit ist im buchstäblichen Sinn ein Kabinettstück. Die Komposition ist dort entstanden, wo auch der Kaiser allein sein will, im Kabinett des Hotels Lente in Oberhofen. Zum Schluss ein Marsch. Es könnte dieser sein. Dieses Schmuckstück ist übrigens von einem Fernseharzt, von dem ich weiß, dass er Humor und Musik sehr schätzt. Aber nein, dieser Marsch ist es nicht. Auch wenn er durchaus auf der Orgel spielbar wäre. Es ist eine Komposition von, und der Mann heißt tatsächlich so, Padre Davide da Bergamo. Ein italienischer Mönch, der berühmt für sein Orgelspiel und seine Kompositionen war. Von ihm spiele ich Marcia Finale con strumenti marziali. Letzter Marsch mit tosenden Registern. Frei übersetzt mit meinen
rudimentären Italienischkenntnissen. Ich hoffe, ich habe mich damit nicht in ein Fettnäpfchen gesetzt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserer ersten Episode zu Ehren des Instruments des Jahres 2021. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch am 7. März wieder einklinken würdet.
Dann zeige ich euch die Orgel von ihrer ernsten Seite. Aus Spaß wird dann also ernst. Lasst gerne einen Like da, wenn euch das Video gefallen hat, und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis dann, alles Gute und bleibt gesund.